Ich wünsche Ihnen einen den Umständen entsprechend guten oder auch erträglichen Abend. Lemberg, das heißt Lviv. Es gab einmal eine Zeit, da war das Deutsche, die deutsche Sprache in den Gebieten der heutigen Ukraine populär. Das ist eine lange Geschichte, die bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert mit Zarin Katharina beginnt, vielleicht sogar spätestens da. Sie hat deutsche Aussiedler eigentlich nach Russland bringen wollen, aber sie landeten im Bereich der heutigen Ukraine. Und so ist das Deutsche bis heute wohl in einigen Landesteilen bekannt, eine wichtige Sprache geworden, zeitweise vor allem in Galizien und der Bukowina. Mit der deutschen Sprache kam irgendwann auch die Literatur. Die war auch schon vorher da, aber sie kam dann eben auch auf Deutsch zum Tragen. Auch natürlich durch den Umstand, dass die Gegend Kronland der österreich-ungarischen Monarchie war und dort eben besonders intensiv auch Deutsch geschrieben, gesprochen wurde. Bekannt sind Autoren, Autorinnen wie Celan, Paul Celan und Rosa Ausländer, sowie ihr Mentor Alfred Margul Sperber, manch andere mehr. Sie lebten in Czernowitz zeitweise, bis sie fliehen mussten. Als Juden eben sprachen sie dort die Bildungssprache, das war damals Deutsch. In Lemberg aber, um das es heute gehen soll, oder eben Lviv, lebten ebenfalls zahlreiche Autoren, manche von ihnen nur zeitweise. Darunter Leopold von Sacher-Masoch. Er verließ die Stadt im Alter von 12 Jahren mit der Familie. Aber er schrieb doch zeitlebens über multinationale, auch multilinguale Umstände in der Gegend, über das galizische Leben etwa im 19. Jahrhundert. Heißt, geht es in einem Roman, der da heißt Eine galizische Geschichte. Er behandelt den Nationalismus in Galizien in anderen Texten, etwa in dem Roman Sascha und Saschka. Alles Texte aus dem späten 19. Jahrhundert. Zur moderneren ukrainischen Literatur gehören Autoren wie Ivan Franko, Lyriker, Kritiker, schrieb verschiedene Texte mit antiken, mittelalterlichen und orientalischen Motiven. Sein Vorbild hieß Emil Zola. Tadeusz Rittner, 1873 in Lemberg geboren, studierte Jura und war österreichischer Beamter. Zugleich aber schrieb er Dramen, mitunter zunächst auf Polnisch, und sie wurden dann ins Deutsche übersetzt. Auch das Polnische natürlich spielte eine große Rolle in diesen Vielvölkerregionen. Zu den berühmtesten Söhnen Lembergs gehört der Philosoph und Theologe Martin Buber, der einer derer war, die den geistigen Zionismus mitbegründeten, und er schrieb schlussendlich chassidische Geschichten, Geschichten über eine untergegangene Welt, über die Juden in Osteuropa. Um einen der Autoren aus Galizien, der nicht direkt aus Lemberg kam, aber doch der wichtigste Autor vielleicht Galiziens war, Josef Roth, soll es heute gehen im Gespräch zwischen Jan Bürger und Natalka Sniadanko. Natalka Sniadanko, Sie werden gleich mehr hören, unsere Writer in Residence und ebenfalls eigentlich wohnhaft in Lemberg, wenn eben nicht gerade in Marbach, hat viele Romane geschrieben und übersetzt aus dem Polnischen, aus dem Deutschen ins Ukrainische. Sie spricht mit Jan Bürger, unserem Leiter des Siegfried-Unselt-Archivs, stellvertretenden Leiter der Archivabteilung. Ich freue mich sehr auf den heutigen Abend, der leider unter so schwierigen, dramatischen Umständen zusammen zustande kommen musste. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Sandra. Vielen Dank, Natalka, dass du heute diesen Abend mit uns gestaltest, der die Idee hatte, ich hoffe, das wird aufgeben, dass wir eben Lviv, Lemberg einmal nicht für eine Stunde, eine gute Stunde mal nicht so betrachten, wie es gerade derzeit leider in den Nachrichten immer vorkommt, sondern dass wir eintauchen in die Geschichte, in die Kulturgeschichte
besonders mit deinem Roman, aber auch ein bisschen mit einer kleinen, winzigen Archivrecherche. Aber vorab möchte ich noch denen, die dich noch nicht kennen, dich kurz vorstellen. Es ist dieser Roman mit dem sehr langen Titel, Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde. Es ist dies schon ein Roman von einer Reihe von Romanen, die du vorgelegt hast, die du geschrieben hast. Es gibt Romane von dir, also einen neueren Krimi, weiß ich, der auch einen historischen Kriminalroman, der noch nicht übersetzt ist, aber es ging schon relativ früh los mit den Übersetzungen. Also dein Roman Sammlungen der Leidenschaften von 2001 erschien auf Deutsch und ist auch weiterhin lieferbar, draußen auch auf dem Büchertisch. Es gab noch einen umfangreichen Roman von 2013, der auch auf Deutsch erschien, zwei Jahre später. Frau Müller hat nicht die Absicht, mehr zu bezahlen. Und es gibt zahlreiche kleinere Texte von dir. Ich kann leider kein Ukrainisch und auch kein Polnisch, obwohl ich mein Polnischen wenigstens ein bisschen herumlesen konnte, deren Titel ich jetzt nicht nenne. Was ich aber interessant finde, ist auch deine Übersetzertätigkeit. Und das ist etwas, was ich nicht nur beachtlich finde, weil du aus dem Deutschen und aus dem Polnischen übersetzt, sondern auch, wenn ich mir die Autoren anschaue, die du übersetzt hast. Also aus dem Polnischen immerhin Zbigniew Herbert und Czesław Miłosz. Also zwei wirkliche Giganten, die eben nicht nur in Mittel- und Osteuropa irgendwie deutlich stilbildend waren, Schule gemacht haben, sondern man muss auch sagen, bei beiden im Grunde auch in der westdeutschen Literatur, gerade Zbigniew Herbert, der ja den Nobelpreis nicht bekommen hat, aber der hat ja eine ganze Boygroup hinter sich getragen, gerade im Münchner Umfeld, auch im Umfeld von dem Petrarca-Preis und Herrn Burda und dem Hansa-Verlag und auch dem Surkamp-Verlag, und der hat wirklich großen Einfluss gehabt. Für uns vielleicht noch interessanter ist deine Übersetzertätigkeit, Übersetzerinnentätigkeit aus dem Deutschen, denn da sind unter anderem sehr bekannte Autoren dabei, wie Hertha Müller mit der Atemschaukel, Günter Grass mit, wie ich meine, seinem besten Buch Katz und Maus. Es ist ein frühes Buch, aber es ist mein Lieblingsbuch von Grass. Und Franz Kafka, Das Schloss. Interessant ist es zum einen, weil das so berühmte Bücher sind, aber erstaunlich finde ich jetzt auch, wenn ich diese Reihe sehe, dass das alles Autorinnen und Autoren sind, die im Grunde aus diesem Grenzbereich der deutschen Sprache kommen. Also selbst Günter Grass, der ja eben klar mit seiner kaschubischen Herkunft und der Nähe zum Polnischen, Hertha Müller sowieso, die gezwungenermaßen eigentlich deutschsprachig ist, aber zweisprachig aufwachsen musste mit dem Rumänischen. Und Franz Kafka, man vergisst es oft, aber ja auch ein zweisprachiger Autor. Ist das Zufall? Sind das Autoren, die dich besonders interessiert haben? Oder wie kam das zustande? Ja, guten Abend erstmal. Danke, dass ihr gekommen seid nach Marbach oder diejenigen, die hier wohnen. Übersetzer zu sein in der Ukraine ist beides. Also von einer Seite ist es natürlich sehr schwer, weil das kaum bezahlt wird, wenn überhaupt. Von der anderen Seite ist das total spannend, weil, wie du schon gesagt hast, gibt es solche Bücher zu übersetzen, und zwar noch die Erstübersetzungen dazu. Mhm. Ich glaube, in Deutschland würden mich viele Übersetzer beneiden für die Möglichkeit, mit diesen Texten zu arbeiten. Und da bin ich sehr froh, dass ich in diese Zeit lebe und gelebt habe, wo das alles möglich war und ist und immer noch sein wird. Weil wir haben kein Geheimnis, dass die ukrainische klassische Literatur fast gar nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Ähnlich ist das mit der deutschen Literatur. Also wenn Franz Kafka Schloss 2003, hatte ich die erste Übersetzung gemacht, die erste ukrainische Übersetzung von Sigmund Freud, die Traumdeutung, liegt schon seit 5 Jahren im Verlag und gibt es kein Geld, um das einfach zu drucken. Und so sind die Umstände. Also das ist viel Zufall dabei. Und bei der Auswahl ist natürlich der stärkste Mittel die Durchsetzungskraft des jeweiligen Übersetzers, der alles machen muss, die Autoren finden, die Zuschüsse finden, den Text machen und so weiter. Und dann das Buch noch vermarkten, Lesungen organisieren und alles Mögliche. Aber auch die
Kriterien, dass der Autor schon sehr bekannt sein muss, zum Beispiel um Hertha Müller zu übersetzen zu dürfen, habe ich dann jahrelang die Verlage angesprochen, aber es kam nicht dazu, bis sie den Nobelpreis nicht bekommen hat, obwohl das Buch eigentlich in der Ukraine spielt. Also das war für mich ganz und Hertha Müller war in der Ukraine und ich habe alles Mögliche getan, sie interviewiert, nicht mal das Interview konnte ich veröffentlichen. Alle sagten, naja, irgendeine Müller aus Deutschland, das ist irgendwie nicht interessant genug. Und dann bekam sie den Nobelpreis und es stellte sich heraus, sie hatte kein einziges Interview im gesamten kyrillischen Sprachraum. Sie wurde komplett ins Polnische übersetzt, aber es gab keine ukrainische, keine bulgarische, nicht mal eine russische Übersetzung. So ist das. Also der Verlagsmarkt ist in der Ukraine schon sehr stark bedroht vom russischen Verlagsmarkt. Das wurde jahrelang einfach dominiert. Die russischen Verlage haben bis 90% ihrer Bücher in der Ukraine verkauft. Und das war natürlich keine besonders günstige Situation für die ukrainischen Verleger. Und deswegen ist das so schwierig jetzt mit den Übersetzungen. Man fängt erst richtig damit an, zum Beispiel die ganz neue Literatur zu übersetzen, die klassischen Reihen zusammenzustellen, dass man dann das auch bewusst macht, ja, nach Kriterien und nicht nur nach Zufallsfinanzierungsmöglichkeiten oder ja. Vielleicht nochmal ein Dreh zurück. Vielleicht ist die Frage auch zu sehr jetzt in die Poesie verliebt, aber wenn ich mir anschaue, die Stadt, aus der du kommst und über die wir sprechen, ist so, so vielsprachig. Du selbst hast ein wunderbares Deutsch, soweit ich weiß, in Freiburg gelernt, in 2 Jahren in Freiburg. Und diese merkwürdige Konstellation, dass es eben tatsächlich eben alles, also vor allem diese drei tatsächlich Leute sind, die an diesen, ja, an diesen Rändern des deutschen Sprachraums eigentlich hierher kommen haben. Hat das für dich irgendeine Rolle gespielt oder ist dir das aufgefallen beim Übersetzen? Glaubst du, dass die ein anderes Deutsch schreiben als Leute, die jetzt sagen wir mal im Preußischen irgendwie so fest verankert sind? Ja, ich glaube schon. Ja, das ist natürlich schwer in der Übersetzung wiederzugeben. Aber das ist auch interessant, nicht nur sprachlich, aber auch bilderlich. Mentalmäßig sind sie näher und interessanter als andere Autoren. Das stimmt schon. Also die sind auch besonders beliebt deswegen wahrscheinlich, weil das sind diese Randgebiete, diese andere Denkmuster und auch andere Bilder, die beschrieben werden. Ja. Ja, und wir bewegen uns damit einerseits, ich meine, die kommen eher aus den Randgebieten, aber sie sind ja im Grunde, ja, wenn man so etwas wie einen modernen Kanon machen will, dann gehören die alle dazu. Und wir bewegen uns und nähern uns damit auch. Ich denke, wenn ich jetzt dein Buch gelesen habe und auch andere Texte gelesen habe aus der Ukraine, dann merkt man im Grunde ja, es gibt diese flirrende, vielsprachige, oft sehr, ja, auch ironische Mehrsprachigkeit, diese vielen Kulturen, ja, wie soll man sagen, so ein Amalgam, so ein Schmelztiegel der Kulturen. Ich glaube, das ist vielleicht was Charakteristisches. Aber wir können immer ein bisschen versuchen, hineinzutauchen. Ja, versuchen wir. Die Mehrsprachigkeit ist eigentlich jetzt eine andere als damals, weil es gibt die deutsche Minderheit nicht mehr in Lemberg, gibt kaum polnische, es gibt keine jüdische, es gibt Einwanderer aus anderen Gebieten und die ukrainische Sprache an sich ist auch eigentlich mehrsprachlich, weil das ist sehr regional gefärbt und man spricht ganz unterschiedliches Ukrainisch, je nachdem, wo man wohnt und woher man kommt. Und das ist auch die Sprache, die sich sehr intensiv entwickelt und auch literarische Sprache sich sehr intensiv entwickelt, weil das war natürlich in der sowjetischen Zeit nicht alles möglich. Ja. Man durfte ins Ukrainische nur ganz entsprechende Literatur übersetzen, da sollte alles dem Kanon, sowjetischen Kanon, entsprechen und es sollte keine
besonders formalistischen Autoren durften nicht übersetzt werden oder wenn, dann zensuriert. Und jetzt wird das alles nachgeholt, auch in der Sprache. Und das ist sehr interessant, einfach zu beobachten, wie jedes Jahr die Literatur ganz anders wird, wie viele Autoren dazu kommen, wie anders das wird. Es ist wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit für Literatur. Nicht für ja, aber das ist ja auch ein Phänomen, was wir in ganz Europa gerade erleben. Klar, es gibt die Migrationsströme und die Sprachen, die Literaturen verändern sich also deutlich dadurch. Aber eine Frage habe ich noch vorab, weil das ja auch in den Dokumenten immer wieder auftaucht. Wenn wir eher in die älteren Dinge gehen, die so ungefähr 100 Jahre alt sind oder älter, im deutschsprachigen Bereich spricht man dann ja immer eher von ruthenisch als von ukrainisch. Wie weit ist das eigentlich ein Synonym, ruthenisch und ukrainisch? Oder ist da doch... Also das war schon die Bezeichnung, die vor 100 Jahren gängig war, aber eigentlich die ist da geblieben. Also dann seit 1918 zumindest, als den ersten ukrainischen Staat gegründet wurde, benutzte man diese Bezeichnung Ruthen nicht mehr. Also das war jetzt, das ist zu dieser Zeit einzuordnen. Aber es ist schon ein Synonym eigentlich dann in dieser Zeit, oder? Ja, Ukrainer haben sich oft so bezeichnet, im Kaukasus-Bereich, nicht in dem russischen Bereich, nicht in dem Imperium. Naja, wir können ja mal hineingucken. Also ich habe natürlich auch mal geguckt, wenn wir auf Ihrem Archiv etwas von Ivan Franko haben oder von solchen Autoren, da ist erstaunlich wenig da. Also es gibt, wenn man sich zum Beispiel vergleicht mit polnischen Autoren aus der Zeit, findet man viel mehr Spuren da. Aber die ukrainischen Autoren, das sind wenige. Wir finden natürlich Dokumente, die mit Lemberg zu tun haben, die mit Czernowitz zu tun haben, die auch mit Kiew zu tun haben, viel auch mit Odessa, vor allen Dingen ja aus dem österreichischen Umfeld natürlich, aus der Zeit der Monarchie. Und Sandra Richter hat das eben schon gesagt, da ist natürlich einer der wichtigsten vielleicht, oder der für uns einflussreichsten und diejenigen, die wahrscheinlich die größte Wirkung entfaltet haben, auch im deutschen Sprachraum, in der Literatur, ist Josef Roth. Und interessant ist aber eigentlich, wenn wir uns die Josef Roth-Rezeption anschauen, ist, dass er gar nicht so sehr über seine Herkunft rezipiert wird, dass es gar nicht so sehr in den Blick genommen wird. Wenn wir zum Beispiel Hiob lesen, in der Schule lesen, dann fragen sich natürlich alle, was das für eine jüdische Welt ist. Und der geografische Hintergrund, im Grunde dieses eigentliche Setting, das wird immer eher fast märchenhaft gelesen, legendenhaft gelesen. Wenn wir jetzt Bilder nehmen aus der Zeit, ein bisschen aus der Entstehungszeit, sehen wir, dass es vieles doch Realien sind und dass das einfach tatsächlich die Gegend um Brody ist. Und von Brody ist es ja nicht so wahnsinnig weit nach Lemberg, ne? Das sind 70, 80 Kilometer. Das ist ganz interessant. Und bei Roth ist es halt so, dass es zwar Lemberg immer auftaucht, auch die ganze Gegend immer auftaucht, es taucht auch sehr oft Drohobitsch auf. Drohobitsch als so ein Inbegriff des entstehenden Kapitalismus, des starken Industriegebietes. Das wird aber gar nicht in Deutschland so wahrgenommen. Und das nicht, obwohl Roth in manchen Büchern, die auch nicht so bekannt sind, sich intensiv tatsächlich mit der Gegend und auch mit den Menschen dort beschäftigt hat. Am auffälligsten vielleicht diesem Essay von 1926, den man hier sieht, Juden auf Wanderschaft. Das war nun auch ein Roth, hier sieht man das mal, das ist die Fahne, die wir hier im Archiv haben, also der vorletzte Scheck, bevor das Buch in den Druck geht. Da hat er da an der Einleitung viel herumkorrigiert. Das ist jetzt ein bisschen klein, aber da oben verändert er, wo er den Satz streicht, verändert er tatsächlich die politische Stoßrichtung. Also er fängt erst ganz forsch an in der ersten Fassung, dieses Buch ist nicht dafür da, von Antisemiten gelesen zu werden. Offenbar denkt er dann gleich im nächsten Schritt, ich will ja eigentlich doch, dass auch Leute, die auf der Grenze stehen oder die ein Problem jetzt aus meiner Sicht mit dem Antisemitismus haben, es doch lesen und streicht das. Aber es ist natürlich auch so ein politisches, wie soll man sagen, tatsächlich ein politischer Text, und der im Grunde ganz stark sich auseinandersetzt mit den Vorurteilen zwischen West- und Osteuropa, die man da schon sieht. Da gibt es dann so Sätze, die eine Hoffnung, Westeuropäer, die auf ihre sauberen Matratzen nicht stolz sind, die fühlen, dass sie vom Osten viel zu empfangen hätten, und die vielleicht wissen, dass aus Galizien, Russland, Litauen, Rumänien große Menschen und große Ideen kommen.
aber auch in ihrem Sinn nützliche, die das feste Gefüge westlicher Zivilisation stützen und ausbauen helfen. Nicht nur die Taschendiebe, die das niederträchtigste Produkt des westlichen Europäertums, nämlich der Lokalbericht als Gäste aus dem Osten bezeichnet und so weiter. Interessant finde ich daran und auch erschütternd ist, dass da dieses Aufbegehren gegen Vorurteile, die teilweise uns heute noch prägen, und das sind ja Texte vor 100 Jahren. Wie liest du so etwas, wenn sowas kommt aus dem Archiv? Ja, das ist immer faszinierend für mich, wie zum Beispiel die Texte von Josef Roth, die in diesem kleinen Buch gesammelt sind. Ganz am Anfang liest man über Kriegszeit vor 100 Jahren und Nachkriegszeit vor 100 Jahren. Und das ist so beschrieben und die Realien sind so beschrieben bei ihm, dass man das eigentlich sehr leicht auf die jetzige Situation auch widerspiegeln kann. Ja. Es gibt viele Ukrainer in Europa, die denken, die sind jetzt nur für eine Zeit da, die sind jetzt populär, die Welt, die Europa erfährt was über die Ukraine, die Kultur wird endlich mal gezeigt, es ist eine Mode und dann endet der Krieg nicht. Dann kommen die Russen und die kommen für eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, wir hoffen, dass es jetzt nicht schon wieder so passiert wie vor 100 Jahren, aber das fällt mir immer wieder auf, wenn ich die alten Texte aus dem Archiv lese, wie die Geschichte, vor allem die ukrainische Geschichte, wie sie immer wieder sich im Kreis dreht. Und ich warte sehnsüchtig auf die Zeit, wo das endlich mal stoppt, ja, und anders weiterläuft, nicht schon wieder auf dieselbe Schiene, Krieg, Russen und so weiter. Es gibt, wenn man sich mit Roth beschäftigt, etwas sehr Bedauerliches. Es ist nämlich, man weiß mal nicht, ob es stimmt, Roth ist so ein Autor, um den viele Legenden ranken, aber es spricht sehr viel dafür, dass er eigentlich neben dem Radetzky-Marsch ein ähnliches Großprojekt machen wollte, von dem er selbst behauptet hat zeitweise, das sei sein wichtigeres Buch. Und das sollte ein Buch sein, was über Galizien, was wirklich Galizien absolut ins Zentrum stellt. Auch im Radetzky-Marsch taucht ja Galizien auf, aber es sollte wirklich auch die Geschichte dieser Region miterzählt werden. Es gibt ein Fragment, das haben wir, das sehen Sie hier. Es ist nicht nur schwer zu lesen wegen der Fotografie, sondern es ist sehr klein geschrieben, auch wirklich ja, auch von der Schrift her, wenn man sich einmal eingelesen hat, geht es, aber es ist einfach schwer zu lesen. Und das heißt Erdbeeren. Und dieses Erdbeeren, vielleicht lese ich da mal die ersten Sätze vor. Also ich zeige Ihnen mal einmal, es gibt eine Edition davon, das ist von 1929. Sehen Sie da, ich blätter mal zurück, weil es hübscher ist und ich hoffe, dass ich meinen Ausdruck mit habe. Ich lese einfach mal vor, das ist hier nicht Lemberg, aber wir nähern uns Lemberg. Und ich frage mich, also auch, ich möchte vor allen Dingen auch Natalka fragen, ob das überhaupt auch damals so etwas hatte wie eine realistische Grundlage. Also Roth schreibt hier über Erdbeeren. Erdbeeren heißt das Fragment von 1929. Die Stadt, in der ich geboren wurde, lag im Osten Europas, in einer großen Ebene, die spärlich bewohnt war. Nach Osten hin war sie endlos. Im Westen wurde sie von einer blauen, nur an klaren Sommertagen sichtbaren Hügelkette begrenzt. In meiner Heimatstadt lebten etwa 10.000 Menschen. 3.000 unter ihnen waren verrückt, wenn auch nicht gemeingefährlich. Ein linder Wahnsinn umgab sie wie eine goldene Wolke. Sie gingen ihren Geschäften nach und verdienten Geld. Sie heirateten und zeugten Kinder. Sie lasen Bücher und Zeitungen. Sie kümmerten sich um die Dinge der Welt. Sie unterhielten sich in allen Sprachen, in denen sich die sehr gemischte Bevölkerung unseres Landstriches verständigte. Meine Landsleute waren begabt. Viele leben in großen Städten der alten und der neuen Welt. Alle sind bedeutend, manche berühmt. Aus meiner Heimat stammt der Pariser Chirurg, der die alten und reichen Menschen verjüngt und Greisen in Jungfrauen verwandelt. Der Amsterdamer Astronom, der den Kometen Gallias entdeckt hat. Der Kardinal P. Punkt, der seit 20 Jahren die Politik des Vatikans bestimmt. Der Erzbischof Lord L. in Schottland. Der Mailänder Rabbiner K., dessen Muttersprache koptisch ist, der große Spediteur S., dessen Firma auf allen Bahnhöfen der Welt zu lesen ist und in allen Häfen aller Kontinente. Ich will ihren Namen nicht nennen. Leser, die eine Zeitung abonnieren, wissen ohnehin, wie sie heißen. An meinen eigenen Namen ist nichts gelegen. Niemand kennt ihn, denn ich lebe unter einem Falschen. Ich bin eine Art Hochstapler. So nennt man in Europa die Menschen, die sich für etwas anderes ausgeben, als sie sind.
Alle Westeuropäer tun dasselbe, aber sie sind keine Hochstapler, weil sie Papiere haben, Pässe, Ausweise und Taufscheine. Manche haben sogar Stammbäume. Ich habe einen falschen Pass, keinen Taufschein, keinen Stammbaum. Man kann also sagen, ich bin ein Hochstapler und so weiter und so fort. Das Interessante daran ist, dass man denkt, das ist übertrieben und das ist natürlich auch sehr, auch in gewisser Weise selbstironisch, polemisch. Man muss allerdings sagen, dass Josef Roth selbst dieses Problem hatte, dass er tatsächlich keine Papiere hatte über durch seine Biografie. Und dann so eine Wolte gemacht hat, dass er als Autor in Zeitschriften und Zeitungen schon sehr bekannt war und im Grunde dann die Behörden überzeugt hat, dass dieser bekannte Mann, der in den Zeitungen auftaucht, dieser Josef Roth sein muss, der hier ohne Papiere steht. Also er war genau in der Situation, in dieser vertriebenen Situation, aber war dieses eher ländliche Milieu, mit dem er da ansetzt und das er auch im Hiob beschreibt, war das damals realistisch und gibt es so etwas heute noch in der Gegend? Ja, das mit Papieren, das gibt es immer noch. Okay. Selbst wenn man Papiere hat, da hatte ich mehrere Male in den deutschen Flughafen das erlebt, dass wenn die ukrainischen Schriftsteller angereist sind, müssen sie stundenlang beweisen, dass sie Schriftsteller sind. Mhm. Und die Bücher waren nicht genug, die Pässe waren nicht genug. Also dieses Gefühl, der Hochstapler zu sein oder jemand mit einem falschen Pass zu sein, das hat jemand, der einen ukrainischen Pass besitzt, relativ oft immer noch. Ja. Und das, dann glaube ich dem Text sofort, dass es auch damals nicht anders gewesen sein soll. Das war immer, die Galizier sind natürlich stolz auf ihre Kauka-Geschichte und Vergangenheit, aber das war immer die ärmste Provinz, immer etwas, wo man aus Wien in die Verbannung geschickt wurde. Und das war überhaupt nicht beliebt bei Wiener Beamten in Lemberg zu landen, weil das so arm war und ja, trotz die Schönheit und allem. Und dieses Gefühl hatten Galizier immer. Das war immer diese Konkurrenz mit Polen, die immer besser waren bei Hof und überhaupt. Und ja, die Gegend hatte immer dieses Charme. Und der Unterschied jetzt zwischen Stadt und Land und auch zwischen dem ja sehr industriellen Drohobitscher Gebiet und jetzt so dieser Welt um Brody, die Roth beschreibt, war der wirklich so krass und ist der heute noch so krass? Oder? Nein, heute natürlich nicht mehr. Und damals sollte man natürlich, Drohobitsch vielleicht ist nicht das beste Beispiel, aber die Stadt neben Drohobitsch, das jetzt Czerwonohrad heißt, das war schon die Industriestadt. Mhm. Da gab es sehr viele Betriebe, das war eine reiche Stadt. Aber Drohobitsch war sehr arm, also obwohl die Städte wirklich zu Fuß, auf eine Fußdistanz entfernt sind. Darüber kann man sehr schön beim Bruno Schulz lesen. Mhm. Die Atmosphäre von Drohobitsch ist wahrscheinlich am besten bei ihm wiedergegeben. Und Czerwonohrad, diese Industriestadt darüber, oder Borislav darüber schreibt Ivan Franko natürlich am besten, der wahrscheinlich gar nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Obwohl er selber Deutsch schrieb und in Wien promovierte und eigentlich ein bekannter Autor war im deutschsprachigen Raum damals. Ja, das ist ein bekannter Phänomen, der wiederum jetzt nicht mehr weiterläuft. Also das sind jetzt die, nicht die armen Städte, aber die Städte ohne Industrie. Da leben die Leute von dem, dass sie ins Ausland fahren und dort verdienen, nicht vor Ort. Und das ist eigentlich schade, weil es gibt immer noch Öl da und man könnte das weitermachen. Es ist bloß nicht gemacht. Mhm. Ja, meine Damen und Herren, Sie werden gleich sehen, wenn Sie den Roman noch nicht kennen von Natalia Danko, vieles, was jetzt so sich andeutet, wenn man da in diese älteren Texte guckt, die 100 Jahre alt sind, vieles spiegelt sich und setzt sich fort. Also es geht unter anderem dadurch, scheint es mir so zu sein, wenn ich jetzt beides lese, dass der Wilhelm von Habsburg, der ist eine historische Figur, die Natalka zur Zentralfigur des Romans macht, dass der aus ungefähr 5 Monate jünger ist als Josef Roth, die historische Figur, und vieles doch Ähnlichkeiten hat, merkt man. Und das ist tatsächlich irgendwie, das Wunderbare an diesem neuen Roman ist, dass er so im Grunde so viel Zeitschichten einfängt und auch oft kurz schließt und oft auch auf sehr überraschende Weise ja tatsächlich wie ein Kurzschluss irgendwie zu
Funken daraus schlägt, dass man eben tatsächlich Dinge zusammenbringt, die historisch ziemlich weit auseinander zu liegen scheinen. Vielleicht können wir nochmal, um uns Lemberg ein bisschen weiter zu nähern, lese ich vielleicht noch ein kurzes Stück aus dem Lemberg-Text von Josef Roth vor, den es in der Tat nicht handschriftlich überliefert gibt, deshalb habe ich nur eine Postkarte mitgebracht. Dass man einmal 1917 sieht, wie hier steht dann eben noch Lwów, das ist polnisch, ne? Das ist der polnische Name. Lwów ist ukrainisch, Lwów. Lwów. Lwów, ja. Kann es halt nicht. Das ist der Akzent, der das U macht, ne? Ja. Weil Lwów gibt es auch, aber ja, das Lwów ist auf Russisch. Das ist der Akzent drauf, ne? Ist, ja. Genau. Ja. Aber ich lese mal ein bisschen daraus vor. Ich kürze das rabiat. Das ist ein Wahnsinnstext von Roth über Lemberg. Wo es auch schon so etwas gibt, also was Natalka in ihrem Roman macht, dass im Grunde so diese, man merkt, das ist also Geschichte, die nicht vergangen ist, Geschichte, die in der Gegenwart fortwirkt und die im Grunde, ja, als würden wir in einem alten Haus leben und es wird gerade jetzt ein Glasfaserkabel hineingelegt und wir können uns nicht entscheiden, leben wir in der Zeit des Hauses, so was gebaut wurde, oder in der Zeit des Glasfaserkabels, wo es gerade gebaut wurde, was man hier in Marbach gerade in der Innenstadt erlebt. So funktioniert dieses Buch ein bisschen und so funktioniert auch dieser Text von Roth schon ein bisschen und vielleicht hat das ja was mit dagegen zu tun. Roth fängt mit einer extremen Bescheidenheitsgeste an diesen Text, das kann ich nicht alles jetzt vorlesen, aber er schreibt am Anfang, es ist eine große Vermessenheit, Städte beschreiben zu wollen. Städte haben viele Gesichter, viele Launen, tausend Richtungen, bunte Ziele, düstere Geheimnisse, heitere Geheimnisse. Städte verbergen viel und offenbaren viel. Jedes eine Einheit, jedes eine Vielheit, jeder hat mehr Zeit als ein Berichterstatter, als ein Mensch, als eine Gruppe, als eine Nation. Städte überleben Völker, denen sie ihre Existenz verdanken und Sprachen, in denen ihre Baumeister sich verständigt haben. Das ist vielleicht auch was Typisches auf Lwów. Das ist, die Stadt überlebt die Bevölkerung und die staatliche Struktur verändert sich. Aber ich will springen. Roth macht das natürlich und springt dann erstmal in seine Geburtsgegend. Er wollte eigentlich über Lemberg schreiben, springt in seine Geburtsgegend und schreibt erstmal zwei Seiten über die Provinz. Dann geht es aber los. In Ostgalizien gibt es nur eine größere Stadt, die Stadt Lemberg. In dieser Stadt bin ich zweimal gewissermaßen als ein Sieger eingezogen und das war nicht ganz ungefährlich. Lange Zeit war sie eine Etappe, Sitz eines österreichischen Armeekommandos, einer deutschen Feldzeitung, vieler Militärämter, einer KUK-Personalsammelstelle, einer Offiziersmenage. Es gab eine Militärpolizei, eine Kundschafter- und Nachrichtenstelle, ein österreichisches und ein deutsches Bahnhofskommando, Krankenhäuser, Epidemien und Kriegsberichterstatter. Hier hauste der Krieg. Hier hausten seine Begleiterscheinungen, die schlimmer, weil sie dauerhafter waren. Um diese Stadt kämpften nach dem Zusammenbruch Polen und Ruthenen und hier ereignete sich der Novemberpogrom. Und heute noch sieht Lemberg wie eine Etappe aus. Die Hauptstraße hieß einmal Karl-Ludwig-Straße aus Loyalität gegenüber dem Herrscherhause. Heute heißt sie die Straße der Legionen. Es sind die polnischen Legionen gemeint. Hier war einmal der Korso der österreichischen Offiziere, heute spazieren die polnischen Offiziere. Hier hörte man immer Deutsch, Polnisch, Ruthenisch. Man spricht heute Polnisch, Deutsch und Ruthenisch. In der Nähe des Theaters, das am unteren Ende die Straße abgrenzt, sprechen die Menschen Jiddisch. Immer sprachen sie so in dieser Gegend. Sie werden wahrscheinlich niemals anders reden. Das ist 1924. Gegen diese Vielsprachigkeit wehrt sich das neu gestärkte, durch die jüngste Entwicklung der Geschichte gewissermaßen bestätigte polnische Nationalbewusstsein mit Unrecht. Junge und kleine Nationen sind empfindlich. Große sind es manchmal auch. Nationale und sprachliche Einheitlichkeit kann eine Stärke sein. Nationale und sprachliche Vielfältigkeit ist es hingegen immer. Ist immer eine Stärke. In diesem Sinn ist Lemberg eine Bereicherung des polnischen Staates. Es ist ein bunter Fleck im Osten Europas, dort, wo es noch lange nicht anfängt, bunt zu werden. Die Stadt ist ein bunter Fleck, rot-weiß, blau-gelb und ein bisschen schwarz-gelb. Ich wüsste nicht, wem das schaden könnte. Diese Buntheit schreit nicht, blendet nicht, macht kein Aufsehen.
ist nicht um ihrer selbst willen da, wie die Buntheit balkanisch-orientalischer Städte, wie die Budapester zum Beispiel, das balkanischer ist als der Balkan. Die polyglotte Farbigkeit der Stadt Lemberg ist wie am frühen Morgen noch im Halbschlummer, schon in halber Wachheit. Es ist wie die erste Jugend einer Buntheit. Junge Bäuerinnen mit Körben fahren im Bauernwagen durch die Hauptstraße. Heu duftet. Ein Drehorgelmann spielt ein Volkslied. Stroh und Häcksel sind über den Fahrdamm gestreut. Die Damen, die in die Konditorei gehen, tragen die letzten Toiletten aus Paris. Kleider, die bereits den Anspruch erheben, Schöpfungen zu sein. In den Seitenstraßen staubt man Teppiche. Adam Mickiewicz, der große polnische Dichter, steht in der Straßenmitte, Kaftan-Juden patrouillieren zu seinen Füßen, die Wachtposten des Handels. Ein Mann mit einem Sack über der rechten Schulter schreit, handele mit melodischer Weinerlichkeit. Das hindert keinen einzigen der schlanken, sehr kriegerischen Kavallerieoffiziere, mit seinem großen, gebogenen Säbel zu scheppern, mit den musikalischen Sporen zu klirren. Er klirrt, scheppert, schreitet mit anmutiger Männlichkeit in einer Wolke aus Kriegsmusik dahin und ist dennoch ein friedlicher Mensch. Und, als hätte er keinen gewaltigen Schleppsäbel, sondern nur einen Regenschirm, so zwängt er sich durch die dicht geballten Gruppen der Händler, welche die Politik der Welt besprechen und einen Handel abschließen und beides gleichzeitig. Die Stadt demokratisiert, vereinfacht, vermenschlicht. Und es scheint, dass diese Eigenschaften mit ihren kosmopolitischen Neigungen zusammenhängt. Die Tendenz ins Weite ist immer gleichzeitig ein Wille zur selbstverständlichen Sachlichkeit. Man kann nicht feierlich sein, wenn man vielfältig ist. Sakrales selbst wird hier populär. Die großen alten Kirchen treten aus der Reserve ihres heiligen Zwecks und mischen sich unter das Volk. Und das Volk ist gläubig. Neben der großen Synagoge blüht der jüdische Straßenhandel. An ihren Mauern lehnen die Händler. Vor den Kirchenportalen hocken die Bettler. Wenn der liebe Gott nach Lemberg käme, er ginge zu Fuß durch die Straße der Legionen. Straßen, Plätze, Häuser, die vornehmen zu sein, die Bestimmung und die Pflicht haben, Schlösser hinter Gittern, öffentliche Gebäude, zu denen man auf Stiegen emporschreitet, alle sind populär. Die strenge Form lockert sich volkstümlich. Die Milderung der strengen Form artet auch in Unordnung aus, in zerstörende Langsamkeit, selbstmörderische Verwirrung. Die Gesetze sind zahlreich, ihre Übertretung oberstes Gesetz, wenn auch ein ungeschriebenes. Der alte österreichische Schlendrian findet eine adäquate Fortsetzung in der Lässigkeit, die slawisch ist und eine Begleiterin der Melancholie. Es gibt ein Literatencafé, Roma heißt es, gute Bürger besuchen es. Auch hier verwischen sich die Grenzen zwischen Sesshaftigkeit und Bohem. Der Sohn des bekannten Rechtsanwalts ist Stammgast, Regisseur, Literat. Am Nachbartisch könnten seine Angehörigen sitzen. Alle Trennungsstriche sind mit schwacher, kaum sichtbarer Kreide gezogen. Es ist die Stadt der verwischten Grenzen. Der östlichste Ausläufer der alten kaiserlich und königlichen Welt. Hinter Lemberg beginnt Russland, eine andere Welt. Das weit westlichere Krakau ist weniger österreichisch. Es blieb immer ein nationales Museum. Zwischen Wien und Lemberg ist heute noch, wie immer, der Radioaustausch der Kultur. Aber Bukarest ist noch dazugekommen. Der Umsturz hat nämlich alle galizischen Städte um einige Meilen nach Osten gerückt, vielleicht zum Segen des Ostens. Das schreibt er im November 1924. Mir scheint, wenn ich jetzt deinen Roman lese, aus dieser, ja, der ja auch viel in den Nullerjahren spielt, manches von diesen verwischten Grenzen, dieser Stadt der verwischten Grenzen, diesem Raum für Möglichkeiten, meinst du, dass das auch charakteristisch ist für deine Heimat? Oder ist es viel zu positiv, was der hier schreibt und was er hier als Vision gibt? Das ist schon die Realität immer gewesen in dieser Gegend. Ich denke jetzt zum Beispiel an meine Oma, die ihr ganzes Leben über 90 Jahre an einem Ort gelebt hat, in der Nähe von Lemberg. Geboren wurde sie in Österreich, ging noch in die österreichische Schule. Dann bekam sie
polnische Papiere und ging in die polnische Schule. Dann lebte sie in der Sowjetunion und dann anschließend in der Ukraine. Die hat sich nie bewegt, aber die Geschichte drehte sich um den Ort und die wurde eigentlich Bürgerin von vier Städten. So war dieses Fenster der Möglichkeiten, dass man eigentlich alles erleben konnte an diesem kleinen Fleck. Und ja, und dann auch die Schicksale, ja, dass man von heute auf morgen plötzlich weg musste oder weg wollte oder zurückkam und dann gefangen wurde. Also das war schon immer mit Überraschungen beladen. Ist eigentlich immer noch so. Manchmal sind das die Fenster der Möglichkeiten, aber meistens sind das gefährliche Orte, die man meidet oder wo man riskiert zu bleiben, wie das auch endet. Ja, und eine Figur, wo man das wirklich ja nacherleben kann, ist ja dieser Wilhelm von Habsburg, den du zu deinem Helden gemacht hast. Völlig widersprüchliche Figur, die noch widersprüchlicher wird durch den Kunstgriff. Das zeichnet diesen Roman aus. Also Wilhelm von Habsburg ist wahrscheinlich 1947 in einem sowjetischen Gefängnis zu Tode gekommen. Mhm. Aber so ganz sicher ist das nicht, wie er gestorben ist. Und Wikipedia lässt so eine gewisse, oder die Lexika lassen so eine gewisse Offenheit, wie sein Tod tatsächlich gewesen ist. Und du machst ja den Kunstgriff, dass er sehr lange lebt, dass er bis 1985 lebt. Mhm. Und dass er eben eine Enkelin hat. Und das ist das Romangefüge. Das war schon, es gab solche Gerüchte natürlich, wie sie immer gibt um solche Gestalten. Und warum ich eigentlich ihn als Romanfigur haben wollte, das ist eben dieses Gefühl von jemandem, der so vieles machen konnte und wollte und eigentlich an einem richtigen Ort war, mit der richtigen Idee, aber das doch nicht verwirklichen konnte wegen der Umstände. Nur ganz kurz zu seiner Figur, das ist jemand, der sowohl oder weder in der Ukraine noch in Österreich bekannt ist, obwohl das eine sehr untypische Figur ist für Österreicher. Der wurde in Polen geboren und sein Vater hatte die Idee, dass die Monarchie bald auseinanderfällt und sein Plan war, eigentlich jemanden von seinen Kindern oder sich selbst zum König von Polen zu machen. Und so hat Wilhelm, der war der Jüngste in der Familie, aber auch alle seine Geschwister, sie haben Polnisch gelernt, sie haben polnische Adlige geheiratet und die wurden zum Projekt, polnischen Projekt. Und das Projekt ist eigentlich erfolgreich, weil jeder, der in Polen war, kennt wahrscheinlich das bekannteste polnische Bier, Żywiec. Und das war die Brauerei, die Hausbrauerei von Habsburger, vom Vater von Wilhelm. Und die gehört teilweise immer noch den Habsburgern, trotz die ganzen Kriegsjahre. Also das Projekt funktioniert. Oder funktionierte. Er wollte nicht Teil des Projektes sein, weil er noch als kleines Kind die Ukrainer kennenlernte, die Sprache lernte und eigentlich sich diese Identität auswählte. Das war so sein romantischer Wunsch. Er hatte am Anfang keine Idee gehabt, Politiker zu werden. Der war eigentlich keine gute Person zum Politiker zu werden. Der war sehr, der hatte ein sehr bewegtes Leben, der war bisexuell, der war immer mit verschiedenen Ideen. Also der war nicht jemand, der ein Projekt realisieren konnte, also vor allem so ein kompliziertes Projekt. Aber er wurde ernst genommen. Er wurde ernst genommen, nicht nur von einfachen Ukrainern, die natürlich alle ganz stolz waren, dass ein richtiger Habsburger jetzt für die Ukraine sich einsetzt, sondern auch die ukrainischen Monarchisten, einflussreiche Leute, reiche Leute, die haben ihn unterstützt. Auch polnische Adlige haben ihn unterstützt in Galizien, als jemand, der tatsächlich nach 1918 diese Westgalizien
galizische Land regieren sollte, als König oder als einfach an der Spitze der Regierung zu sein, der hatte schon ganz gute Chancen gehabt. Und das ist natürlich von heute gesehen ja mal schade, dass es nicht zustande gekommen war, weil dann hatte zumindest das westliche Teil der Ukraine die Chance, nicht sowjetisch zu werden. Und das war natürlich der Grund, warum er entführt wurde von KGB und umgebracht. Aber das war auch der Grund, warum seine Familie sich von ihm losgelöst hatte. Sein Vater hat alle Kontakte mit ihm abgebrochen, weil das eben damals die Entscheidung zwischen Polen und Ukraine nur eine einmalige wurde. Also das waren Länder, die eine ganz komplizierte Geschichte hatten. Und wenn die Familie weiterhin ihren Besitz in Polen haben wollte, sollten sie auf jemanden, der auf ukrainischer Seite steht, ganz verzichten. Und die haben ihn nur heimlich unterstützt ab und zu, aber absolut, der wurde wegradiert aus der Habsburger Geschichte. Also da findet man über ihn entweder gar nichts oder nur ganz wenig. Und das ist natürlich eine ideale Romanfigur, jemand, der so am Rande steht an allen möglichen Kontexten, den wollte ich natürlich gerne als diesen Symbol nehmen. Wie ist man in der ukrainischen Geschichte als so ein Passionarier? Der hatte eigentlich keine eigennützige Ideen, warum er sich zu dieser Identität bekannte, weil eigentlich würde er viel mehr profitieren, wenn er mit der Familie bliebe oder einfach so als Habsburger. Diese ukrainische Seite seines Lebens hat ihn letztendlich umgebracht, aber der war eigentlich hartnäckig. Der konnte so gut Ukrainisch, dass er Gedichte schrieb. Und die Gedichte, die gibt es noch, die kann man lesen. Die sind so literarische Qualitäten haben sie nicht so viele, aber ukrainisch ist absolut fehlerfrei und sehr, sehr gut. Auch seine Briefe gibt es. Und das ist auch sprachlich hochinteressant, weil man merkt, dass es tatsächlich jemand ist, der dreisprachig aufgewachsen ist. Und dieses Ukrainisch, also dieses antiquierte Ukrainisch mit Polnisch und diesem antiquierten Deutsch, das ist eine hochinteressante Mischung. So dieses Galizisches von vor 100 Jahren, das ich sehr genossen hatte. Also aus diesen Briefen habe ich eben ihn konstruiert, wie soll er sprechen eigentlich. Und und es gibt noch die Verhörsprotokolle, die sind natürlich erschütternd und die benutzt man oft in den Dokumentarfilmen, also in den wenigen Dokumentarfilmen, die es gibt. Das kann man lesen und ich glaube auf Deutsch nicht, aber auf Ukrainisch gibt es den. Es gibt einen Film tatsächlich, der vor einiger Zeit auf Arte lief, wahrscheinlich auch angeregt durch die Bücher, die jetzt erschienen sind, also dein Buch und davor noch Timothy Snyder, ne, mit dieser Recherche. Ja. Es ist, irgendwie scheint er wieder präsenter zu werden. Er ist natürlich auch eine Figur, also wenn jemand sich das einfach ausdenken würde als Romanstoff, würde jeder sagen, was ist denn das für ein, wie soll man sagen, ein Containercharakter, in den alles hineingestopft wird, was man irgendwie an Kuriositäten und an Dingen finden kann, an historischen Umbrüchen, an erotischen Problemen, eben an Unseriösität und Seriösität, an Adel und Halbwelt und so weiter. Aber es ist natürlich eine Wahnsinnsfigur. Magst du vielleicht einfach ein Stück lesen? Ja, und zwar, er hat nicht nur einen deutschen Namen, Habsburger, sondern auch einen ukrainischen Namen. Und in der Übersetzung wäre das so etwa wie Vasil Bestickte. Und die Ukrainer haben ihre Nationalkleider immer mit sehr schönen Mustern, diese Stickmustern. Und das ist immer noch, also damals war das sehr populär und ist immer noch sehr beliebt. Und er trug das auch natürlich und das nahm er sich als einen Namen. Genau. 1917. Also in diesem Roman gibt es keine, also es gibt schon Kapitel, aber die haben keine Namen, sondern die Jahreszeichen, weil sonst verliert man sich sehr schnell in der Geschichte, die dann von 1895 bis 2007 immer wieder hin und her springt.
An diesem Tag hätte ich eigentlich in Kiew sein sollen, schrieb Wilhelm in seinen Memoiren. Und ich bin mehr als überzeugt, dass, wäre ich in diesem für die Ukraine historischen Moment in Kiew gewesen, sich alles anders gefügt hätte. Doch Wilhelm war am 20. März 1917, als der Zentralrat gebildet wurde, nicht in Kiew. Er hielt sich in der Villa Rainer in Baden bei Wien auf, wo er seine Tuberkulose, die sich neuerlich verschlechtert hatte, behandeln ließ. Der strenge Arzt der Familie wollte nichts von einer Reise in diesem Zustand wissen, noch dazu ins von der Revolution geschüttelte Kiew. Erst als die Nachricht kam, dass der deutsche Kaiser Wilhelm II. Dem österreichischen Erzherzog persönlich das Eiserne Kreuz erster Klasse, eine preußische Kriegsauszeichnung, überreichen wollte, gab der Arzt nach und versprach, den Patienten zur Verleihung fahren zu lassen, jedoch erst in 2 Wochen. Die Kunde über die Anerkennung des unabhängigen ukrainischen Staates wurde von allen Ukrainern in der Kauka-Armee freudig aufgenommen und meine Ulanen feierten in Kantlubiska ein großes Fest, erzählte Wilhelm. Ich schickte Korporal Nazarkevich persönlich zu Baron Kasimir Huschkowski, damit dieser dem Korporal half, 225 Liter Bier und 15 Liter Rum der besten Qualität für meine mutige Ukrainer zu kaufen. Was den Deutschen Orden anging, war ich keineswegs überrascht. Wenig später begannen die Deutschen ihren Feldzug gegen die Ukraine. Und obwohl ich wusste, welche Politik sich in der Ukraine etablieren würde, freute ich mich, dass die Deutschen und nicht die Österreicher die Ukraine einnehmen würden. Aus dem einfachen Grund, dass mit den Österreichern die Polen, der Erzfeind des ukrainischen Volks, in die Ukraine kommen würden. Das sagte ich Kaiser Wilhelm II. Bei der Ordensverleihung auch. Außerdem teilte ich ihm mit, dass ich den Orden aus eben diesen politischen Gründen tragen würde, obwohl ich bisher keinerlei Orden getragen hatte. Dabei besaß ich sogar 5, doch nur das blau-gelbe Abzeichen ukrainische Sichtschützen, 14 trug ich, weswegen man mehr Vorhaltungen machte, auf die ich aber nur erwiderte, dass alles allein meine Sache sei. Kurz darauf bekam Wilhelm einen Anruf seines Cousins, des frisch gebackenen Kaisers Karl I. von Habsburg, der ihm eine gemeinsame Reise durch Galizien vorschlug, als Zeichen der Loyalität der Habsburger gegenüber den Ukrainern. Für so etwas war Wilhelm bestens geeignet. Er liebte es zu reisen und einen guten Eindruck bei Menschen zu hinterlassen, was ihm sehr gut gelang. Ganz im Gegensatz zum überaus unsicheren und gehemmten Karl, der noch bevor er ein Wort gesagt hatte, fürchtete, man könnte ihn falsch verstehen und dies könnte es später zum Problem führen. Neben Karl sah Wilhelm sehr sympathisch aus. Er war groß und schlank, hatte modisch nach hinten gekämmtes hellblondes Haar und ein anziehendes Grübchen am Kinn. In seiner Uniform strahlte er militärischen Ruhm aus. Darunter trug er ein besticktes ukrainisches Hemd, auf dessen Kragen ein paar Tropfen Blut zu sehen waren, echtes kaiserliches Blut, das aus Wilhelms Ohrläppchen getropft war, als eine Kugel zufällig an seinem Kopf vorbeigepfiffen war. Das trug sich folgendermaßen zu. Wilhelm war mit seinen Soldaten auf einem Fuhrwerk unterwegs gewesen. Einer der Soldaten hatte sein Gewehr ungesichert mit dem Lauf nach oben auf dem Fuhrwerk abgestellt. Der Kolben rutschte in ein Loch im Boden, wo sich die Pedale befanden. Ein Pedal verhängte sich im Auslöser und ein Schuss löste sich. Die Kugel pfiff einen Millimeter an Wilhelms linkem Ohr vorbei und durchbohrte seine Kappe. Vom aufgeschürften Ohr fiel ein Tropfen Blut auf sein Hemd. Mehr Blut floss nicht, doch Wilhelm spürte zum ersten Mal, wie nah der Tod war, sein eigener Tod, denn an den Tod anderer hatte er sich bereits gewöhnt. Das Blut ließ sich nicht auswaschen und Wilhelm wollte sich ein neues Hemd besorgen, doch dann fand er, dass er sich den Fleck in bestimmten Situationen zunutze machen konnte, um einen romantischen Eindruck zu hinterlassen. Genauso war es auch, als er bescheiden hinter Karl ging und ihm, dem gekrönten Kaiser, den Vortritt ließ. Karl murmelte undeutlich vor sich hin, dass die Kauka-Armee und die neue Habsburger Führung die Ukrainer anständig behandeln würden. Der Übersetzer sagte statt anständig angemessen,
was in Verbindung mit der unsicheren Gestik, der leisen Stimme und der gebeugten Haltung Karls eher verdächtig als optimistisch und überzeugend wirkte. Es schien, als glaubte Karl selbst nicht an das, was er sagte. In unmittelbarem Anschluss an Karls Rede trat Wilhelm selbstbewusst nach vorne, strich mit der Linken seinen widerspenstigen hellen Haarschopf zurück und verkündete militärisch knapp, dass er, der Erzherzog, sich in seiner Seele als Ukrainer fühle, dass er an der Front gewesen sei, wo er einem ukrainischen Regiment vorgestanden habe, dass er sein Hemd die ganze Zeit über nicht abgelegt habe, auf dem sich noch immer ein Blutfleck befände, der von einer Verletzung stamme. Diese Blutstropfen sei für ihn wie die rote Beeren des weißen Schneeballs, rot auf weiß, das Symbol der ukrainischen Hoffnung. Die jungen Frauen kreischten vor Begeisterung, die älteren Damen wurden von der Hitze und ihren nicht allzu schicklichen Fantasien ganz schwach, die Männer ballten ihre Hände zu Fäusten und an einer allgemeinen Euphorie glaubten sie alles, was der Erzherzog sagte, wollten ihn zu ihrem Kaiser erheben, zu einem gerechten, den Ukrainer zugeneigten Kaiser, von dem sie so lange geträumt hatten und durch ihre Loyalität und ihre beispiellose Unterwürfigkeit dem Kaiserhaus gegenüber hätten sie einen solchen auch verdient. Ihnen schien, als sei Karl auf dem Thron der Habsburger bloß ein vorübergehendes Missverständnis, dessen er sich bewusst werden und es selbst beheben würde, indem er den Platz für Wilhelm räumen würde, denn der sei, das war offensichtlich, der wahre Herrscher und Heerführer, der sein Amt deutlich besser ausüben würde. Ja, er machte auch eine deutlich bessere Figur als Karl, das war nicht zu verleugnen. Und das war wichtig. Die Reise der zwei jungen Habsburger durch Ostgalizien dauerte 2 Monate, Juli und August. In einem stickigen Waggon fuhren sie von Stadt zu Stadt, tranken Limonade und von Wien mitgebrachten Weißwein. Der Wein wurde schnell warm und bei jeder Station schwärmten die Diener auf der Suche nach einem tiefen Brunnen aus, um daraus eiskaltes Wasser in einen Bottich zu schöpfen, in dem sie den Wein kühlen könnten. Abends spielten Wilhelm und Karl Präferenz, rauchten und waren voll des Stolzes auf sich und ihre wichtige Mission. Zum ersten Mal fühlten sie sich nicht wie schlimme Jungen, die sich der Kontrolle ihrer Familie entzogen hatten und Unabhängigkeit spielten, sondern wie bedeutende Staatsmänner, die sich einer wichtigen Sache annahmen. Beide waren edle Hecken und fanden an der Auswahl ihrer Garderobe großen Gefallen. Mit der Zeit übernahm Karl Wilhelms Art, deutlich und kurz zu formulieren. Er merkte sich sogar ein paar ukrainische Worte und stockte nicht mehr während seiner Reden. Er hielt sich aufrechter und legte sich denselben Haarschnitt wie Wilhelm zu, obwohl dieser bei Karls schütterem braunen Haar längst nicht so schick wirkte wie bei dem dichten, blonden Haarschopf des Cousins. Die Reise durch Galizien stärkte die Autorität des neuen Kaisers Karl bei den Ukrainern. Doch möglicherweise prägte sich den Zuhörern weniger die schüchterne, farblose Gestalt des amtierenden Kaisers ein, sondern vielmehr Wilhelms blaue Augen, seine lebhafte Gestik, das ukrainische mit dem Blut des mutigen Erzherzogs befleckte Hemd sowie die Tatsache, dass er ukrainisch sprach. Ja. Ja, ein Aufstieg, wenn man das so liest, der... Auch man merkt, wie medial, wie er die Medien nutzen kann, ne, dieser Wilhelm. Und diese verrückten Geschichten, ich habe ja die Erfahrung gemacht bei dem Buch, dass ich manches nachrecherchiert habe, sei es eben bei Timothy Snyder oder eben im Internet. Und vieles von dem, was ich für garantiert ausgedacht hielt, war eben auch historisch belegt. Wie hast du das jetzt recherchiert, diese Geschichte mit dem Schuss, der am Ohr vorbeischießt? Ja, das war... Das war nicht seine Geschichte, aber es gab so eine Geschichte. Da gibt es vieles, das tatsächlich passierte, aber hier ist das ein bisschen zusammengemischt. Und das Schwierigste kam mit der Übersetzung. Meine Übersetzerin, die heißt Maria Weißenböck, lebt in Wien, ist mit einem Ukrainer verheiratet und hat ganz viele Kinder. Die ist sehr genau.
Also die ist unglaublich genau. Und die ist an einem Moment so verzweifelt gewesen mit diesem Buch, da so viele Sprachströmungen gibt und Details und alles, was sie recherchieren musste, dass sie nach Lemberg gekommen ist und wir sind zusammen in Karpaten gefahren für ein paar Wochen, um das alles irgendwie zu besprechen und zu autorisieren. Und diese Geschichte mit dem Schuss, die ließ sie nicht in Ruhe. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie war das mit dem Kolben, mit diesem Pferd. Und wir sind stundenlang durch die Dörfer gegangen, um so etwas Ähnliches zu finden. Also wie konnte das sein? Weil die Geschichte habe ich aus irgendeinem Memoirenbuch entnommen und ich wusste, das soll eigentlich echt sein. Oder ausgedacht, aber es wurde für echt verkauft. Mhm. Ja. Und wir haben das tatsächlich gefunden, also wie das sein sollte. Das dauerte sehr lange. Und so ging das wirklich mit jedem Satz dieses Buches. Da gab es 5 Feinlektorate. Da bekam ich täglich tausende Mails. Und die Lektorin, die war so sehr involviert in diesen Text, dass sie letztendlich den Titel ausgedacht hat. Das ist überhaupt, hat keine Gemeinsamkeiten mit dem Original, aber den Titel finde ich ganz schön, ganz passend. Und, ja. Wie ist denn der ukrainische Originaltitel? Es ist kompliziert zu erklären, da gibt es Sprachspiel und so weiter. Deswegen haben wir das nicht übernommen, weil das nicht funktioniert hätte. Aber wie gesagt, das Buch hat schon, es dauerte sehr lange, diese Übersetzung, und da sind viele verzweifelt geworden im Laufe. Aber da bin ich froh, dass es endlich mal da ist. Und, ja. Liest du noch ein Stück? Ja, ich lese den Schluss der wahren Geschichte. Und dann weiter ist das alles ausgedacht nach diesem Jahrgang. 1947. In jener Nacht schlief Wilhelm schlecht. Sein Rücken schmerzte, heftige Hustenanfälle weckten ihn. Er stand auf, trank Wasser, las. Gegen Morgen erst fiel er in einen unruhigen, schweren Schlaf, aus dem er schweißgebadet und erschöpft erwachte. Wie jeden Morgen trank er lange Kaffee, las und rauchte. Zuerst beschloss er, an diesem Tag nirgendwo hinzugehen. Doch gegen Mittag verspürte er das dringende Bedürfnis, einen Spaziergang zu machen. Die Augustsonne des Jahres 1947 brannte unbarmherzig vom Himmel. An jenem Tag zogen hin und wieder Wolken vorbei, doch sie brachten nicht die erwünschte Abkühlung. Stattdessen wurde die drückende Hitze des über der Stadt hängenden Regens, der einfach nicht einsetzen wollte, noch schlimmer. Wilhelm zog sich an und beschloss, in der Stadt zu Mittag zu essen. Er verließ seine Wohnung Nummer 32 in der Fasangasse 49. Das geräumige Stiegenhaus führte in einen Innenhof, wo im Schatten eines ausladenden Baums angenehme Kühle herrschte. Wilhelm schützte seine Augen mit der Hand und schaute in den Himmel. Kein Wölkchen. Er trat auf die Straße hinaus, auf der nur eine Handvoll Häuser unversehrt geblieben waren. Einen Moment blieb Wilhelm unschlüssig stehen und ging dann in Richtung Südbahnhof zu dem Gasthaus, in dem er meist zu Mittag aß. Die Kellnerin dort kannte seine Vorlieben und achtete immer darauf, dass ihm das Essen so serviert wurde, wie er es mochte, nicht zu heiß. Sein Lieblingstisch stand unter einer Linde im Innenhof, und wenn dieser besetzt war, setzte Wilhelm sich an den Tisch daneben, bestellte Kaffee oder Wein und las, bis sein Tisch frei war. Erst dann schlug er die Speisekarte auf. Die Kellnerin achtete darauf, dass das Tischtuch auf diesem Tisch sauber und gestärkt war. Wilhelm gab ihr im Gegenzug immer ein großzügiges Trinkgeld. Es schmeckte buchstäblich schon die knusprige Panier des mit Zitronensaft beträufelten Schnitzels und überlegte bei sich, welchen Wein er heute dazu nehmen würde. Rotwein, der besser zum Fleisch passte, oder Weißwein, der sich in der Hitze besser trank. Doch plötzlich spürte Wilhelm jemandes schweren Atem im Rücken, drehte sich unwillkürlich um, und im nächsten Moment wurde ihm von einem heftigen Schmerz in den Handgelenken schwarz vor den Augen. Er erkannte nicht, wie viele es waren, 2 oder vielleicht 4. Er begriff nicht, wer sie waren, Soldaten der Roten Armee oder Offiziere. Er schaffte es nicht, einen Blick auf ihre Rangabzeichen zu erhaschen.
Sie drehten ihm die Arme so heftig auf den Rücken, dass es in seinen linken Handgelenk knackte. Wahrscheinlich war es gebrochen. Er hatte große Schmerzen. Später sollte sich sein Handgelenk bei jedem Wetterumschwung bemerkbar machen. Er wurde auf die Rückbank eines Autos ohne Nummertafeln geworfen und irgendwo hingebracht. Er verlor das Bewusstsein und als er wieder zu sich kam, lag er gefesselt in einem Lastwagen mit geschlossener Ladefläche, der eine holprige Straße mit vielen Schlaglöchern entlang fuhr. Er erfuhr nicht, wohin ihn das Auto brachte. Es war ein Gefängnis in Karlsbad, unweit des Ortes, wo er 22 Jahre zuvor seine kranke Lunge behandelt hatte lassen. Wilhelm konnte nicht sagen, wie lange all das dauerte, denn es kam ihm vor wie ein endlos langer Tag. Täglich wurden ihm dieselben unsinnigen Fragen gestellt und seine Antworten wurden zu noch unsinnigeren Geständnissen verdreht. Monatelang wurde er tagtäglich gezwungen zu bestätigen, dass sein Name Wilhelm von Habsburg sei. Ja, und das bedeutete in der Sprache des sowjetischen Geheimdienstes schuldig. Diese Schuld formulierte der Ermittler als Wunsch, 1918 Präsident der sowjetischen Ukraine zu werden. Wilhelm verstand nicht, wie das hätte möglich sein sollen. 1918 war die Ukraine noch gar nicht sowjetisch gewesen. Und das Amt des Präsidenten gab es dort bis heute, bis 1947 nicht. Doch der Ermittler war politischen Diskussionen gegenüber nicht offen und historischen noch weniger. Er hatte eine Liste von Anschuldigungen und seine Aufgabe war es, Geständnisse zu erzwingen. Nach ein paar Monaten saß Wilhelm wieder in einem Auto. Diesmal wurde er zum Flughafen gebracht und in ein Flugzeug gesetzt. Durch das Fenster sah er zuerst eine rechteckige, wie mit dem Lineal gezeichnete Landschaft, die mit der Zeit immer chaotischer und verschnörkelter wurde. Die Straßen und Flüsse verschlangen sich in einen magischen Tanz ineinander. Vielleicht flogen sie nach Osten. Wie sich später herausstellte, zuerst nach Lemberg, wo es ihm nicht gelungen war, König zu werden, und dann nach Kiew, das er zuvor nie besuchen hatte können. Auch jetzt sollte er nichts davon sehen, denn vom Flughafen wurde er direkt ins Lukjaniwska-Gefängnis gebracht, das Einzige, was er in Kiew zu Gesicht bekommen sollte. Wilhelm erinnerte sich noch an den Moment, als er das Urteil erfuhr, das ihm noch irrealer erschien als die Anschuldigungen gegen ihn. Man verurteilte ihn zu 25 Jahren Lager. Die Stimme des Ermittlers drang wie aus weiter Ferne zu ihm durch, wie aus einem tiefen Brunnen. Sein Gesicht war undeutlich und verschwommen, wie das Spiegelbild in eine Pfütze. Wilhelm hörte zu, sein Körper kam ihm fremd vor, in die Ferne gerückt, unerreichbar, unfähig auf irgendetwas zu reagieren. Das unrasierte Gesicht des Ermittlers, eines Leutnants mit dem seltsamen Nachnamen Kolibaba, verschwamm vor Wilhelms müden Augen. Doch der Name prägte sich ihm aus irgendeinem Grund ein, als er das Verhörprotokoll unterschrieb. Der Leutnant hatte schmutzige Fingernägel und stank schon früh am Morgen unangenehm nach Knoblauch und Selbstgebrannten. Als Wilhelm in seine Zelle zurückkehrte, meldete sich sein Körper plötzlich wieder, mit heftigen Schmerzen. Wilhelm konnte nicht schlafen, verfiel in eine komplette Starre. Vor seinen Augen zogen Bilder aus seiner fernen Vergangenheit vorbei. Dann riss seine Erinnerung jäh ab, wie die Filmrolle im Projektor, und er befand sich wieder im Verhörraum. Der Erzherzog, der Schwarzmarkt, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde. Meine Damen und Herren, Sie merken, das Buch enthält auch viele, viele komische Passagen. Es macht Spaß, es zu lesen, es hält vieles Groteskes, aber es führt doch immer wieder zu der Bedrohlichkeit, die wir gerade erleben. Und wahrscheinlich ist es einfach das Schicksal, wenn man sich mit Lemberg, mit Galizien, mit der Ukraine beschäftigt. Ich möchte Natalka sehr danken dafür, dass sie heute den Weg vom Kolleginhaus hierher gemacht hat und hier für uns gelesen hat. Draußen steht eine Spendenbox. Wir haben uns entschieden, für Deutschland Hilfe zu spenden, weil wir glauben, dass es, machen viele Fernsehsender auch, aber wir glauben, dass es eine der Institutionen, die am besten kontrolliert ist und wo das Geld sicher ankommt.
Also die Sachen, die in die Box kommen, die werden dorthin gespendet. Wenn man eine Spendenquittung haben will, kann man natürlich auch einfach selbst einen größeren Betrag spenden. Ich glaube, bis 200 Euro kann man, glaube ich, einfach so beim Finanzamt einreichen. Wenn man mehr hat, bekommt man von denen eine Bestätigung dafür, dass man gespendet hat. Bücher liegen dort draußen auch. Mit diesem kleinen Band von Josef Roth, Reisen in die Ukraine und nach Russland, den ich mal gemacht habe mit dem C.H. Beck Verlag, weil damals die Krim annektiert wurde. Und ich mit Studenten parallel diese Texte wiedergelesen hatte und dachte, man müsste es jetzt lesen. Es hat auch relativ viel Publikum gefunden. Ich hatte eigentlich den Vorschlag, als der Verlag meinte, wir müssen jetzt nachdrucken, dass das irgendwie anders designt wird und eine Spendenaktion wird. Und man sagt, dass einfach der ganze Gewinn mit diesem Buch, der jetzt doch erzielt wird, in die Ukraine-Hilfe geht. Das hat alles nicht funktioniert, aber der Verlag hat mir versprochen, dass der Verlag selbst viel spenden wird und das wenige Geld, was ich damit verdiene, da spende ich sowieso mehr. Also das kann ich Ihnen versprechen, das müssen Sie mir glauben. Also das liegt dort draußen auch. Ist ein bisschen schade, dass der Verlag so unflexibel war, aber so ist es nun mal. Man schämt sich ja fast, dass durch einen Krieg Bücher besser verkauft werden als sonst. Aber das passiert hier gerade. Ich hoffe, es war für Sie so erhellend wie für mich hier das Gespräch und überhaupt die Begegnung mit Natalka in den letzten Wochen. Spenden Sie. Bleiben Sie noch ein bisschen unser Gast. Natalka signiert auch, denke ich. Mhm. Ja? Darf ich noch ganz kurz was sagen zu der Figur? Diese Wohnung an der Fasangasse, die habe ich besucht in Wien. Und da fand ich nicht mal eine Tafel über ihn. Das zeigt, wie sein Bekanntschaftsgrad in Österreich. Und in der Ukraine gibt es ein paar Straßen nach ihm benannt. Und in Lemberg gibt es einen ganz winzigen Platz neben der Schule mit dem verstärkten Deutschunterricht, die meine Kinder besuchen. Mhm. Also das ist jetzt einfach alles, was geblieben ist. Ja, damit wir nicht mit Spendengeld und tristen Sachen enden. Ich danke für den Abend, für die Aufmerksamkeit und dafür, dass ich hier sein darf und aus dem Buch lesen. Ich schäme mich nicht, dass die Bücher verkauft werden. Zumindest ja, so viel Gutes muss sein. Ja, vielen, vielen Dank. Danke.